Resident Evil Revelations. Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Mit Jill und Parker auf der Queen Zenobia. Parker, bist du? Da bist du. Und da ist unser Freund, der ja tot ist jetzt. Hier war noch was zum Scannen. Mensch. Hab ich das jetzt mal nicht geguckt, was da noch zu scannen war, was? Sturmmunition. Sturmmunition. Sein. Hm. Okay. Gehen wir weiter auf und mal gucken. Da ist was blinken. Klingt was. Es ist. Die Weltschlusskarte. Jetzt geben sie uns die. Jetzt. Ach, mein Gott. Das ist MG Money. Und hier ist. Tagebuch des Weltraumagenten Teil 1. Oder erster Teil. 2004. Endlich setzen wir unseren finalen Planetat um. Er stammt von Jack Norman, unserem Anführer und Waffenbruder. Wir hatten zunächst Zweifel an der Durchführbarkeit, aber jetzt ist es an der Zeit, diesen außergewöhnlichen Plan umzusetzen. Das haben wir unserem eisernen Willen und Kameraden und denjenigen zu verdanken, der uns durch seinen Einfluss unterstützt. Er hat diese Schiffe vorbereitet. Diese Luxusländer symbolisieren den Verfall der Menschheit und sind ideal, um den Virus zu verbreiten, der die Menschheit auslöschen wird. Meine Aufgabe ist es, für unsere Mission an Bord der Queen Zenobia zu gehen. 2004, 12 Stunden bis zu Beginn bis zum Missionsbeginn. Mein Körper bebt und ich kann nichts dagegen tun. Ist es Aufregung oder Angst? Oder beides? Fremde biologische Organismen schwirren im Geheimlabor im Kielraum umher. Der Virus ist wasserlöslich. Jeder, der das Wasser trinkt, verwandelt sich in ein Monster. Die Hunter BOW wurde an der Stelle infiziert und wird den Virus an Land verbreiten. Der dekadente Schandfleck, die schwimmende Stadt wird bald zur wahrhaften Hölle auf Erden. Und wir sind es, die Menschheit in dieser Hölle stürzen müssen. Anderes werden ihnen sonst nie in die Augen geöffnet werden. So hat Norman es ausgedrückt. Und wenn unser betagter Geldgeber an Norman glaubt, müssen wir das als seine Untergebenen auch tun. Bernard County. Wer ist dieser Geldgeber? Terroristen auch Geld geben. Ah, es tut gut, an der frischen Luft zu sein. Dieses Schiff hat uns echt auf Trab gehalten. Ja. Wir haben die ganze Zeit um unser Leben gekämpft. Hoffentlich wird's ruhiger, wenn das HQ Bescheid weiß. Oh, was? Ich prüfe die Antennenverkabelung. Okay. Dürfen wieder Schraub ziehen und dann wieder Punkte verbinden. Das sollte reichen. Versuchen wir es. Hoffentlich geht's. Hier Vermilion. Hauptquartier.
Bitte kommen! Hier, O'Brien. Seid ihr zwei okay? Geschafft! Boss, hier Parker. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und zwar gewaltig. Ich weiß, das Ganze war eine Falle und wir sind blind reingetappt. Was heißt das? Was meinen Sie mit Falle? Boss, was ist denn los? Was ist, Boss? Sagen Sie etwas. Einen Moment, hier kommt gerade ein Notruf rein. Nein, warten Sie! Direktor O'Brien, wir haben einen Notruf von der ESF empfangen. Sie melden Satellitenbewegungen. Die European Security Force? Sprechen Sie. Ja, Sir. Anscheinend wird Terra Grigias Solarenergieintegrator reaktiviert. Wir sind also schon mittendrin. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Parker! HQ, was ist los? Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Sie zielt direkt auf die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer, die Veltro, als Versteck dienen. Die Satelliten, die Terra Grigia zerstörten. Sind direkt über uns. Sie können doch nicht einfach das Ultimatum ignorieren und das Schiff zerstören. Boss, hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Das sind ja tolle Aussichten. Ende von Kapitel 6, Cutting Mouse. Na, hallo hier. Nichts wie raus hier. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Oh, ich hab mir das Auto freigeschaltet. Ich kann den Raumzug-Modus spielen, juhu. Naja, okay. Erstmal weiter hier. Weiter. Bisher bei Resident Evil Revelations. Nein. Wir sind auf der Queen Semiramis. Verdammt, ich habe kein Signal. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Seid ihr zwei okay? Geschafft! Hier ist die Kacke am Dampf. Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Die Satelliten, die Terra Grigia zerstört. Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Da wird uns jemand aber ganz tief an die Wäsche. Episode 7, Regia Solis. Regia Solis. Was geht da vor? Super. Eure Zeit ist um, fürchte ich. Eine Rettung ist unmöglich. Chris wird mit dem Schiff nicht rechtzeitig bei euch sein. Chris, ist er okay? Keine Zeit zum Reden. Ich versuche, den Angriff zu stoppen. Ende. Verdammt! Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Der hat wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Wollen wir jetzt wegschwimmen?
Hier, Jackass. Der Chef hat mich informiert. Euch bleibt nur noch eins. Lenkt das Zielsystem des Satelliten ab. Und wie zum Teufel tun wir das? Ich weiß alles über dieses Schiff. Ich krieg's raus. Geht erstmal wieder rein. Ich melde mich bald wieder. Okay. Aufzug hier? Geht der? Der geht mal. Cool. Wir werden weggebombt, aus dem Wasser gebombt. Schön. Ach mein Gott, Jack erstmal schneller. Quint, Keith. Macht was draus. Verdammt! Wir stehen! Ja. Ich weiß, was ihr tun müsst. Ihr benutzt die Drohne. Was? Auf diesem Schiff ist eine Drohne? Ja, Veltro hat sie letztes Jahr für Angriffe benutzt. Der Container ist am Vordeck. Die Drohne setzt Täuschkörper frei, die das Zielsystem des Satelliten ablenken. Okay, dann sind wir unterwegs zum Vordeck. Beeilt euch lieber! Quint Ende! Okay. Zum Vordeck also. Spannende Musik. Ja, ich verstehe. Ich werde alles versuchen, um die Regen... Ich muss weg. Alles. Wollt ihr mit Veltro sterben oder wollt ihr leben? Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Los zum Vordeck! Ich werde hier tun, was ich kann. Vordeck. Wo war das jetzt nochmal? Wir sind in der großen Halle. Das Vordeck. Erreichbar über. Nur die unteren Kabinen. Wie kamen wir dahin? Ich hab die hier. Es ist Raymond. Woher weiß er, was wir vorhaben? Ja, Mann, sperrt mich hier ein. Kein Problem für mich. Boah, hier ist er. Ah, hinter mir. Was ist los? Du Mistvieh. Aua. Wir sind gestorben. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir es, wenn wir das nochmal machen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.